Nach 9/11 haben alle Angst gehabt. Angst, dass es wieder passiert. Mein zweiter Tag an der Uni. Ich war auf dem Weg zu einer Vorlesung und dann ist plötzlich alles stehen geblieben. Am nächsten Tag habe ich angefangen, nationale Sicherheit zu studieren. Morgen, Dan. Guten Morgen, Frau Senatorin. Haben Sie gelesen, was heute in der New York Times steht? Die CIA-Aufnahmen von Verhören von Al-Qaida-Häftlingen vernichtet. Ich möchte, dass Sie genau herausfinden, was die haben und alles Wort für Wort lesen. Kein Papier? Papier bringt die Leute hier bei uns nur in Schwierigkeiten. Da, wo ich herkomme, steht auf Papier, was Gesetz und Ordnung ist. Dann habe ich gestern das hier gefunden. Hier ist Häftling Nummer 24. Habt ihr das vorher schon mal gemacht? Wir haben uns ein Video angesehen. Nachdem er 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde, alles, was er ihnen gegeben hatte, war entweder gelogen oder etwas, was sie längst gewusst hatten. Wenn etwas angeblich so gut funktioniert, warum ist es dann nötig, es 183 Mal durchzuführen? Diese Frage werden sich hoffentlich viele stellen, wenn der Bericht erscheint. Ich widerspreche vehement der Darstellung, die sie hier versuchen, zusammenzuschustern. Die Vereinigten Staaten foltern nicht. Sie sollten überlegen, was Sie sagen. Das Dokument können die nicht zerstören. Also nehmen die sich das Nächstbeste, Sie. Die Agency behauptet, Leben gerettet zu haben, aber in Wahrheit hat sie es unmöglich gemacht, einen Massenmörder wie den Sheikh anzuklagen. Weil wenn das, was wir ihm angetan haben, jemals vor Gericht rauskommt, ist das Verfahren schon gelaufen. Dieser Typ hat 9/11 geplant. Wir werden nicht zulassen, dass die Wahrheit von der Exekutive vertuscht wird. Die Absicht ist Information. Geschichte wird von Siegern geschrieben. Also müssen wir unsere Herangehensweise ändern. Das ist moralische Bankrott. Das ist nun wirklich mehr als abwegig. Demokratie ist kompliziert. Wenn wir Ihren Bericht hätten, würden wir ihn drucken. Morgen. Nein. Wenn er veröffentlicht wird, dann nur auf die richtige Weise.